Ich habe Angst vor der Veränderung und ich kann mich nicht entscheiden. Diese Erkenntnis habe ich selbst ganz massiv erlebt und ich verstehe auch, wenn jemand an diesem Punkt steht, viele meiner Klienten stehen an diesem Punkt und ich möchte heute dir erklären, wie ich mich gefühlt habe. Vielleicht erkennst du dich selber in dieser Geschichte und wie du es schaffen kannst, ein Stück weit da rauszukommen. Mein Name ist Ralf Riedl. Ich bin seit über 15 Jahren Schamane und Mentor und helfe Menschen, in ihr glücklicheres und erfüllteres Leben zu kommen. Aber es war nicht immer so. Ich selbst war an einem Punkt gestanden, als ich mit 29 alles erreicht habe in meinem Leben, was ich scheinbar in mir getragen habe. Ich habe mich komplett auf Erfolg getrimmt, war an der Spitze meiner Karriere zu der Zeit. Und zwar habe ich mich hochgearbeitet bis in die Vertriebsleitung in einem mittelständischen Unternehmen und war richtig, richtig stolz darauf. Ja, und dann fing es an. Ich entdeckte immer mehr und mehr, dass das Leben, das ich da geführt habe, eigentlich in Wahrheit gar nicht zu mir passt. Ohne es genau zu wissen, ohne es zu greifen, wusste ich, tief in mir habe ich einen Wesenskern, den ich nicht nach außen zeige, den ich nicht nach außen lebe. Aus verschiedensten Gründen habe ich mich nie richtig gezeigt und habe ein Leben von der Motivation heraus aufgebaut, weil ich es anderen zeigen wollte, dass ich es geschafft habe. Und jetzt war ich an einem Punkt, wo ich zum ersten Mal mich entscheiden musste, auf mich selbst zu hören. Ich habe gemerkt, ich habe mich verloren gefühlt, zum einen diese Sinnlosigkeit und Erschöpfung, die ich da gefühlt habe, dem ausgeliefert zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich gespürt, dass in mir ein Kern gelebt werden will, den ich bisher nie in der Form nach außen hin gezeigt habe. Und das hat mir natürlich Angst gemacht, aus der jetzigen Sicht. Und diese zwei Energien, damit sind viele Menschen konfrontiert. Und zum ersten Mal mit 29 war ich damit konfrontiert und konnte keinen in meiner Umgebung fragen, dass er mir dabei hilft. Denn diese Antwort musste ich ja in mir selbst finden. Zu fühlen, was ist denn der richtige Weg? Oder zu wissen, ja, ich gehe jetzt ein Stück weit in diese Richtung und lebe mich selbst mehr. Und es war ja noch, bevor diese Coaches und diese Möglichkeiten da waren, wie sie vielleicht heute da sind. Bei mir war es so schlimm, dass ich jeden Tag mit Kopfschmerzen in die Arbeit ging und einfach völlig energielos war. Es war so schlimm, dass ich jeden Tag Migräne-Kopfschmerztabletten nehmen musste, dass ich es überhaupt ausgehalten habe. Aus lauter Verzweiflung habe ich mich auch untersuchen lassen, Gehirntumoruntersuchungen, EEG und so weiter. Nichts gefunden, Gott sei Dank natürlich. Und plötzlich hat mir jemand gesagt, ich kann mir nur erklären, dass es daran liegt, dass eine Entscheidung ansteht. Viele Menschen, die diesen Druck fühlen, müssen sich im Leben entscheiden, was sie aber noch nicht getan haben und es entsteht eben innerer Druck. Und da habe ich gemerkt, okay, völlig ins Schwarze getroffen. Ich muss mich entscheiden. Aber ich habe Angst davor. Ich habe wirkliche Angst davor und diese nackte Angst war wirklich so, ich habe mir mein Leben aufgebaut mit meinen Freunden, mit meiner Karriere. Ich wurde sehr geschätzt und ich habe wirklich alles erreicht in der Form, war glücklich in dem Moment, bis auf das, dass ich mich selbst nicht gelebt habe eben. Und es wurde aber immer schlimmer, immer massiver, dieses Unglücklichsein, obwohl ich im Außen alles hatte. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass jemand von außen kommt und sagt, Mensch, pass mal auf, Ralf, du bist so toll, ich spüre, ich sehe bei dir dieses Wesen, das gelebt werden will. Ich gebe dir jetzt das Geld und du kannst dich einfach selber leben, egal was du machst, du bist ein toller Mensch, das wird sowieso ein Erfolg werden. Genau darauf habe ich gewartet. Aber dieser Mensch, habe ich dann gemerkt, der wird nie kommen. Es kommt kein Retter, der dich aus dieser Situation befreit. Und als ich das erkannt habe, war der Schmerz aber schon so groß, mein Leidensdruck war so groß, dass das Leiden größer war wie die Angst vor der Veränderung. Und wenn das passiert, habe ich so das Gefühl, dann sage ich immer, das ist die emotionale Reife, die jemand braucht. Emotional reif heißt, ich kann nicht immer sagen, ja, mach dieses oder jenes, du musst dich jetzt verändern. Sondern wenn du das Gefühl hast, ich halte dieses alte Leben nicht mehr aus, ich will da raus. Egal was es kostet, ich will jetzt mich neu orientieren. Dann fühlst du dich emotional bereit. Und das habe ich gefühlt zu der Zeit. Obwohl ich Angst hatte,
habe ich mich dann dazu entschieden, als eine Freundin zu mir noch immer gesagt hat: Ralf, worauf wartest du? Und was viele nicht wissen, ich habe seit meiner Kindheit Kampfsport gemacht und ich habe in mir diesen Traum gehabt, spiritueller Lehrer zu werden, Kung-Fu-Meister zu werden, das quasi eng miteinander gekoppelt ist. Und ich habe mich dazu entschieden, Shaolin Kung-Fu, eine Ausbildung zu machen zum Shaolin Kung-Fu-Lehrer und Qigong-Lehrer und noch als Personal Trainer zu arbeiten. Ich wollte am Menschen, mit dem Menschen arbeiten. Das war meine Berufung sozusagen, würde ich beschreiben. Und als ich mich entschieden habe, obwohl ich noch in der Arbeit war, ganz normal gearbeitet habe, war diese Last, die komplett von mir abfiel. Das heißt, diese Entscheidung ist das Wichtigste und der Weg, der daraus resultiert ist, war für mich in Anführungszeichen gar nicht mehr so schwer zu gehen. Aber die Bereitschaft zu haben, zu sagen, jetzt entscheide ich mich für diesen neuen Weg, jetzt entscheide ich mich für mein neues Leben, das war der Schlüssel letztendlich. Ja, und an diesem Punkt der Entscheidung, sich entweder für das alte oder für das neue Leben zu entscheiden, stehen viele meiner Klienten. Diesen Mut zu haben, diesen, ich sage auch immer, Leap of Faith zu haben, diesen Vertrauenssprung zu machen, ich mach's jetzt einfach, ist der größte Sprung. Das ist quasi das, was dein eigenes Commitment, dein Versprechen dir selbst gegenüber ausmacht. Ja, und was ich zu der Zeit nicht wusste, war, ich habe mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und der Weg hat für mich so unglaublich viele neue Möglichkeiten gebracht und so unglaublich viel Wachstumspotenzial, wie ich mir nie und nimmer erträumen habe lassen. Ich hätte mir nie und nimmer erträumen lassen, dass ich jetzt natürlich auch nicht Schamane geworden bin, aber Schamane und spiritueller Lehrer, das ist das, was ich mir gewünscht habe, auch in Cornwall zu leben, mein Traumleben zu leben. Und das war alles möglich, weil ich es getan habe. Aber diese neuen Möglichkeiten, die waren für meinen Verstand überhaupt nicht vorstellbar. Deswegen ist es ja auch so, dass dein Verstand dich versucht, im alten Leben zu halten, weil es sich nicht vorstellen kann, was im neuen Leben alles für Möglichkeiten da sind. Ja, und wenn es um solche Grundsatzentscheidungen im Leben geht, sage ich nur eins: lerne auf dein Herz zu vertrauen. Ja, und wie du es schaffen kannst, noch mehr auf dein Herz zu vertrauen, dazu gibt es eine richtig, richtig coole Übung, die ich dir gerne in einem kostenlosen Klarheitsgespräch beibringen kann, um noch mehr Klarheit für dich zu empfinden und neue Möglichkeiten in deinem Leben überhaupt wahrzunehmen. Und alles, was du tun musst, ist mir einfach eine E-Mail schicken und wir beide vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Klarheitsgespräch. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und du kannst natürlich den Kanal auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.